Hallo. Grüß Ich hab's auch endlich geschafft. Ja, ganz in Ruhe. Und sonst ist Urlaub gut überstanden oder hast du gar keinen Urlaub gehabt? Du warst geschäftlich unterwegs. Nee, ich hatte jetzt 10 Tage Urlaub, genau. Ist sehr schön. Beziehungsweise jetzt bis Montag ist dann wieder Arbeit. Jo. Hört ihr mich auch? Ja. Hallo, Erik. Hallo. Ich gucke gerade noch, ob ich die Fenster anders arrangieren kann. Aber ich glaube, dass eigentlich bei den Professionellen wie dem Raum hier müsste es gehen, aber irgendwie sehe ich die Funktion nicht. Was heißt anders machen? Naja, so verlieren wir mal ein bisschen Platz, weil rechts diese die Chat-Icons sind. Und ich habe die schon mal übereinander gehabt, die Fenster, obwohl das bei eurem Widescreen, ich weiß nicht, bei dem Format, doch, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, wahrscheinlich auch nicht. Ansonsten ist langfristig das Programm OBS natürlich eine feine Sache. Als Streamender, weil man dann Bildausschnitte ja, sich selbst zurechtschnippeln kann und die dann hinlegen kann, wo man möchte. Ja. Aber Ja, mehr darüber aber Verbi kenne ich auch lässt es, nicht. glaube ich, gar nicht zu, so wirklich. Ich glaube, also zumindest nicht im Browser. Ja. Naja, ist egal, also es geht auch so. Also wir haben den Stream übrigens schon laufen. Aber die sehen euer Bild noch nicht. Ich schalte das jetzt gleich an. Und dann, ja, dann macht ihr einfach, wie ihr möchtet. So, jetzt sieht man euch. Man sieht uns. Hallo. Servus. So Hört kann ich man schon uns denn wieder nach auch? oben machen. Ja, mach ich. So, für die Zuschauer blende ich mal einfach nochmal die Decks schon mal ein. Ja. Dann können die sich mal mental darauf vorbereiten, was hier so passieren wird. Wir fahren mit das Gas zu. Mach mal ruhig das Handy nach oben, bitte. Was ist das Handy nach oben? Das hier? Ja, ich sehe nur eins, genau. Okay. Ja. Ja, ich wusste jetzt nicht genau, ob du das meintest, was Ach ich so, verstanden ja, habe. dein Links, wenn das dein Links ist. Ja, wir haben ja schon festgestellt, ich habe es richtig verstanden. Also, das sagen, wenn du das so sagst, zum Beispiel so. Außer halt von Okay. Hat Dann. deine Telefon-App einen Würfelgenerator oder sowas? Ja, und Einen natürlich ist Würfelwurf mein. oder sowas? Ja, hat's Dice. Also, was hätte ich gerne? Aber von D4, D6, D8, D10, D12 oder D20? Dann 20 und ich nehme die Ungeraden. Hast du gesehen? Es war eine 1 oder eine 7, je nachdem. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es war eine 7, aber es macht keinen Unterschied. Weil gerade oder Okay. ungerade war. Ja, Ganz cool, fange geil. ich an. Viel Spaß dir. Alles klar. Danke dir auch. So, viel Spaß euch beiden. Danke. Dankeschön. Ich gebe. Jo, ich auch. Mucks. City. Und Lotus. Und da bist du. Okay. Interessant. Erst schon mal Battle-Leben und Mein Lotus. Jo. Ja, dann kriegst du keine 3 Blitze im Kopf. Da bist du.
Gehe ich auf 19 für einen Troll. Okay. Hallo. Dann habe ich dich. Dann spiele ich eine Factory. Und fix sie zu einer Bestimmung. Mhm. Angriff. Ja, will ich auf 18 gehen. Ja. Dann zweite Main. Stone Rain, ich dir mal deine Factory. Gehe ich auch auf 18. Okay. Für mich, für dich. Turn and top, den ich ziehe. Oh, ich greife für 2 an. Ja. Und dann spiele ich ein Scavenger Folge und sag go. Ach, hätte ich dir mal das Grüne genommen, ne? Ja, wäre auch nicht schlecht gewesen. Ich fange mal an, Blitze zu schießen auf dein Scavenger-Volk. Gehe ich auf 15 dabei. Und dann für 4. Zu 14. Da bist du. Dann tappe ich zum Zug. Für 2. Mhm. Wir haben ein Scavenger-Volk und du bist. Oh, mein Troll ist groß. Gigantisch. Oh, jetzt wird's gefährlich. Aha. Ja, der einfache Part ist angreifen. 11. Mhm. Und das schwierigere Teil ist eine Disc legen. Dabei gehe ich auf 12. Na du. Dann hinter mich. Sie. Ja, guter Rat ist teuer. Siehst du noch mehr Pendelhavens, ja? Ja. Ja, gehe ich auf. Ja. Und dann würde ich die Disc entsorgen. Mhm. Dann bist du.
ein Swamp. Und dann für 5 angegriffen. 6. Für 2 einen Orb, den ich auch für den Schaden aktivieren würde. Ich versuche mal tatsächlich dein Pendelhaven zu nehmen und meinen Troll anzuzielen. So. Das trifft. Jo, dann ist das auch vorbei. Dann habe ich eine Handkarte und bin fertig. Habe ich die 5. Ich habe Pendelhaven gezogen. ich spiele mit Timberwolf und St. Ghost. Ich habe ein bisschen live irgendwie. Du bist bei 6 nur noch, haben wir gesagt, ne? Und du bist bei. Ich habe für 5 angegriffen. Ja, okay. Nur der Troll. Ja, ich würde in Bunde blocken. Ja. Schade. Also, ja. Ich glaube, ich muss vorher noch das Regenerationsschild aufbauen, ne? Ja, alles Schade geht auf der Wolf. Ja. Dann gibt's. So, machen wir es von mir einen Tutor. Und dann werde ich fertig sein, aber muss natürlich noch eine Karte finden. Ja. Dann sehe ich. Ich bin Lonneville. Jo. Habe ich mich auf 7. Genau, dann bist du. Eine City. Das macht rot zum Casten. Ein für den Lanova, ein zum Hüpfen, ein für dich. Habe ich dich auf 5 und dann würde ich gerne mit Mishra und Troll dich zu Tode prügeln. Ja, dann bin ich tot. Da bist du gehört, dass du einen Feuerball geholt hast. Nochmal? Ja, ich habe mir schon gedacht, dass der Feuerball jetzt kommt. Ja. Ja, das macht halt mehr Schaden als ein Lightning Bolt. Der ist auch angegriffen, weil wenn, also man holt sich auf jeden Fall den Feuerball. Wenn ich nicht angreife, dann tue ich einfach meine 2 Dukes. Ja, dann komme ich nur für 3 vorbei, aber du hast halt immer noch das Riesen, genau. Das Riesenproblem, dass du einfach das ganze Spiel nichts gemacht hast. Ja, das war selbst für Monogrün ein bisschen wenig Mana, ne? Mhm. Ja, das passiert manchmal. Mal schauen, was ihr so an Sideboard-Optionen habt. Ja. Ich habe mir eben sogar ganz clever 3,5 Sachen überlegt.
Ja, beide Spieler sind am Überlegen, hin und her sortieren. Gleich fertig. Auf jeden Fall wurde ein bisschen geboardet. Okay, dann fange ich dieses Mal an. Ja. Hast du da die Mitte nach oben machen? Eigentlich ganz schön frevelhaft, ne? Dass du als Mono-Grün-Spieler bei weder bei mir noch bei dir den grünen Live-Counter hast. Es ist tatsächlich grün. Also man. Ja, bei dir ist grün, aber also. Es kommt nicht so rüber, es sieht mehr gelblich aus. Ja. Die Mitte auch für dich, bitte. Eine bessere Hand und die würde ich gerne halten. Ich nehme den Mulligan. Immer die Mitte, das ist abwechslungsreich. Nicht. Das behalte ich. Der geht weg. Dann starte ich mit einem Wald und einem Lanovar. Ich habe einen Tiger und dann bist du. Okay, dann ziehen wir schon zurück. Ich bin ein Forest Factory, Pixies, ich erfolge und dein Zug. Plateau und du bist dran. Okay, dann ziehe ich.
Pendelheim. Mit dem Pendelheim war jetzt gar nicht so vollkommen. Okay. Dann aktiviere ich die Factory. Jo, dann Rumble in the Jungle. Für 7 wäre das ja nichts passiert. Ja, ich hätte noch ein Disenchant für das Ziel. Sind's. Dann sind es noch 5, ne? 2, 4, 5. Ja. Dann bist du. So, jetzt weiß ich leider nicht, mit welchem Wording wir spielen, aber ich würde gerne Falling Star spielen. Es gibt nur eins, also Errata heißt, du kannst die Kreatur so hinlegen, wie du willst. Ja, und mit dann zwei Zielen, mit drei Zielen oder beliebig Zielen? Ich finde Chaos Orb, da wo er drauf liegen bleibt. Ja, ja, aber also es gibt ja in manchen Oldschool-Communities die Regel, dass es nicht beliebig viele Kreaturen zielen darf, sondern nur. Also normal ist, wo, normal ist Errata ist, du legst sie hin und da, wo es drauf landet. Okay, okay. Wenn ich 5 hätte, auch 5 hinlege. Ja, wenn du hättest, würde ich es probieren, aber in meinem Fall. Drei Karte von dir genau so hin, wie du es gern hättest, ohne dass er halt. Legen wir es so hin, wie du sie liegen hast, sodass die Tiger die Lanova Elfin ist, die Plateau die Pixie. Das ist aber Spiegel. Die City ist der Scavenger Folk, genau. So. Oh, ein Fuß, Michael Jordan, zack. Ja. Das sind tatsächlich alle drei, würde ich sagen. Ja. Deutlich, so. Ich meine, drei ist auch durchaus machbar mit Falling Star. Ja, das stimmt, je nachdem, wie er so fliegt. Aber wunderbar. Bin ich fertig? 20. Factory und dein Zug. Dann gehe ich auf 13 und würde mir nur deine restliche Hand mal wegmopsen. Ja, ich werfe 3 Crumble weg. Oh, keine Leben für dich. Dann du. Dann sehe ich. Ja, ich bin Forest und Grafik 2. Noch ein Plateau. Und ein Hypnotic Regenschaden. Okay. 10. Dann du. Dann doppel ich Ziffern zu. Ja, ich wege mein Chaos auf. Okay. Zweite City. Okay. Und komm mit. Das ist keine Handkarte. Du hast mir viel Handkarte übrig, Klasse. Ja. Von nichts kommt nichts. Ein Troll und dann bist du. Troll ist nicht gut. Zieh mal eine. Genau, eins von habe ich hier auch. Ja, nee, ich meine, geht ja einfach darum, du kannst einfach meine Kreatur blocken, das ist die Factory. Mhm. Die ist ganz schön regenerieren. Mace und du bist. Weiteren Swamp. Und dann Angriff. Ja, gehe ich auf 13. Wirfst keine Handkarte ab und dann bist du dran. Manchmal ist es echt nervig, ich ziehe mich jetzt zu 3 Mana Karte. Kann natürlich trotzdem nicht angreifen. Du bist. Das war gut. 2-4. Dann würde ich gerne mit meiner letzten Handkarte schwertern. Ja,
15. Ich aktiviere noch den Aufgleich. So war's. Egal, ich mache nur Dann baue ich noch fix ein Schild auf, wenn du aktivierst. Ja. Ich entscheide mich aber für. Ja. Moin. Gut. Willst du deine Kadettchen weitermachen? Mhm. Du bist dran. Dann tappe ich C15. Ich höre nochmal eine lange Reihe und sage go. Ich spiele Demonic. Klar. Weiß aber noch nicht genau, wo ich hin will. Orb hast du gespielt. Ja, ne. Der Troll greift an. Der 12. In der zweiten Main spiele ich einen Troll. Ja. Da bist du. Dann tappe ich dich. Aktiviere ich mal Factory und greife mit beide an. Mhm. Ich würde mal deinen Lanova-Elfen blocken und für einen Schaden regenerieren. Also ich mace den Elf. Okay, und dann nehme ich noch 2 vom Ding auf 7. Ja. Nein, das gewinnt schon. Du bist. Darf ich an? Du hast 7 Länder. Ja. Ein Feuerball hast. keine Ahnung. Block an. Kontrolle. Okay. Dann nehmen wir es auf 9. Ich spiele in der zweiten Main eine Factory. Ich bin auf 7. Thank you.
Ja, und dann blitze ich dir den Scavenger um. Ja, ich spiele, ja. Genau, ja. Ja, sonst kein Target. Also, ja, genau. Ich habe mir tatsächlich, du bist dran, ich habe mir tatsächlich den Bolt geholt, nicht den Fireball, weil ich mit der Mishra interagieren wollte. Und potenziell am Kopf, aber. Ne, alles auf dem Tisch. Wenn ich angreife, ist es nicht besser. Ja, ich greife an. Du hast auch keine Handkarte? Oh. Dann würde ich gerne den Trade anbieten. Mit meiner Factory. Ich habe es auch befürchtet, dass du es machst. Diesen denn? Mhm. Bist du? Ist auf 2. Keine Mace? Keine Mace, gut. Dann. Noch so einen Treter und dann du. Ich kann einen Doppel einlesen. Ja, ich bin Forest und du bist. Hallo. Block, Unblitz. Troll. Ja, okay, dann ist es egal. Alles klar. Ja, GG. Ja. Gut, dann kommst du halt vorbei an deine Dinge. Nee, und du bist halt auch Only Ground. Mit dem Berserk kommst du halt vorbei. Ne? Das war so die Angst, die ich generell hatte, dass ich meine Blitzer und Schwerter, ich sag mal, zu früh rausspiele. Sprites und du dann. Ja, und du dann im Prinzip irgendwie mit so Giant Growth, Berserk mir die letzten Lives weggesnackst. Ja. Das ging ja fix. War aber eigentlich auch zu erwarten. Gratulation, Maxe. Ja, cool, vielen Dank. Der Falling Star war wirklich heftig, glaube ich, eben. Ein bisschen unerwartet, ja, glaube ich, auch für Mario, oder? Das Problem ist halt, es gibt halt immer so Kategorien, die du verlierst. Weißt du noch, ob Balance spielt, aber falls ja, ja, ist ja auch so eine. Mhm. Aber umso länger das Spiel geht, umso kleiner wird halt die Chance, dass ich gewinne. Weil halt die Trolle größer sind, wie alles, was ich spiele. Ja. Mein Disc ist okay, die kriege ich meistens gehandelt. Aber vorher. Also im ersten Game, da muss ich die irgendwie reinlegen, da habe ich mir auch gedacht, ich lege die mal hin. Und ist halt auch ein 1:1 Removal mit dem Scavenger-Volk, so nach dem Motto, aber. Aber es ist halt für mich 2 Mana und für dich halt 4. Ja, ja. Ja, Gratulation auch vom Chat. Zumindest ja, von Phil. Ich hatte auf jeden Fall mega Angst vor deinem 2 City in a Bottle. Weil das ich hatte doch irgendwie. Also, ich hab's raus. Hast du rausgebottelt? Okay. Ja, nur. Ja, ja, Cities und den Juicen, also Main Deck waren 6 Karten, genau. Und auf Sideboard, da kommt man mal nicht so viel Arabian Nights noch rein. Nee, da kommt nichts Arabians. Ich habe mich dann halt entschieden, am Derbys zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Um Winterblast noch zu bringen. Da ging mein super Boarding-Plan, hat geklappt. Sogar ein Boarding-Plan. Ja, das sieht jetzt nicht sehr komplex aus, wenn du hast hier sehr. Nee, aber beim Armprotesten habe ich mich einmal ich habe mich hingesetzt und habe mir die Decklist angeguckt. Wobei man über die Library echt überlegen kann, die drin zu lassen oder von mir aus auch die Synchro. Die sind eigentlich, Synchro ist eigentlich recht gut, weil es halt ein Removal darstellt für Factories und ja, für die Pendelhelden, die halt richtig gut sind. Ja, ja. Und die Maze, also, oder nicht?
Ja. Aber Mace stört ihn, glaube ich, weniger. Ja, ich spiele ich spiele relativ viele Kreaturen, was wahrscheinlich eher ungewöhnlich ist für Troll Disco Archetype, aber. Ich hätte jetzt auch gedacht, weil die Mace erlaubt eigentlich Mario weiter anzugreifen, ne? Wenn du nur einen Blocker da liegen hast. Oder zwei. Aber dann kann er halt immer Gegner angreifen, so wie jetzt in dem Fall. Wenn ich hätte jetzt immer einen Troll angreifen können. Gegnerangriff einfach mal mit einem anderen Troll oder mit einem Spectre für zwei oder drei halt genauso viel Schaden machen. Naja, Dankeschön euch auf jeden Fall. Ja, ich schalte hier mal aus und ihr macht, was ihr möchtet. Schönen Abend noch. Wir machen was. Bis dann. Danke fürs Streamen. Ciao, ciao.